Herzlich willkommen zurück hier auf der Lieblingskanal Tom McZockt. Heute wieder mal mit einem neuen Mystery Box Video am Start. Und zwar von Saturn, die guten alten Wundertüten. Hier sind sie, die liegen hier auf jeden Fall schon bereit. Bezahlt habe ich 295 Euronen. Hat einen ganzen Gesamtwert von angeblichen 657 Euronen. Ich werde euch auf jeden Fall alles dort so wieder auflisten, was hier gerade momentan wert sind. Die Boxen oder die Wundertüten, die sind etwas älter, wie gesagt. Also es kann sein, dass die Ware ein bisschen, nicht mehr so viel wert hat wie damals. Aber ist ja egal. Wir sind gespannt, was drin ist. Und dann würde ich mal sagen, wir nehmen mal die erste Tüte. Und zwar direkt die große für 373 Euro. 150 habe ich bezahlt. Und dann schauen wir mal, was dort drin ist. So, wir machen erstmal das Ganze auf. Ah, könnt ihr hören, ne? Ist noch zu. So. Gespannt ist er. Wie ein Bogen, der gute alte Tomek. So, mein Gott. Und dann gucken wir mal, hier haben wir Großes hier, was hier drin ist. So. Bose. Ja, das Ganze geht wieder weiter. Quiet Control 30, Acoustic Noise. Wireless Kopfhörer von Bose. Jetzt weiß ich auch, warum die Box so teuer ist. Ah, mit so einem Nackending, keine Ahnung, also, ja. Jetzt weiß ich auch, warum die keiner kaufen will, ne? Einmal, zweimal, Bose. Ja, so. Ich mache auf jeden Fall einen Kopfhörerladen auf. Das steht schon mal fest. So, dann das nächste Produkt. Wow! Ein Blutdruckmessgerät. Das dritte, glaube ich, schon. Jawolski, der Atemschutzmasken. Habe ich auch schon gehabt in einem Video. Richtig nice. Was haben wir noch so schön hier drin? Wir haben hier ein richtig nices von Belkin 5 Meter Netzwerkkabel. Naja. Dann haben wir noch mal von Easy ein Battery Pack. 20 Stück. AA. Kann man gebrauchen. Die Controller etc. Ich zocke ja viel. Oh. Desinfektionsmittel für die Hände. Haben wir auch schon mal gehabt. Nicht schlecht, Herr Specht. Dann haben wir wieder ein Smartphone Cleaner. Und wir haben wieder mal einen super geilen LED Ventilator, USB Ventilator. So, und das war schon, glaube ich, mit den Paketchen. Ich glaube, die Tüte ist alle. Ja, das teuerste ist natürlich wieder die Bose Kopfhörer. Hier ist die Tüte. Ja. Dann würde ich mal sagen, auf zur nächsten. Wir nehmen die hier. 95 Euro bezahlt, 150 Euro drin. Ist noch gesloten, also ist noch zu. So, dann schauen wir mal, wie sich die aufkriegt hier. Andersrum, zack. Aber ich schnell. Ah, so.
Ja, komm, reicht. Reicht, egal. Schauen wir uns noch diese Punkte an, was hier drin ist. Jawolski Easy Sport Headset. Von Easy. Ein Outdoor-Headset. In jeder Box ist immer ein Headset dabei. Auch nicht schlecht. Dann haben wir nochmal die wunderbaren Masken. Was haben wir noch hier drin? Das letzte Produkt, glaube ich. Was zum Teufel? Ein Milchaufschäumer. Eieiei. Also das brauche ich irgendwie gar nicht, glaube ich. Den Newton alten Milchaufschäumer. Drei. Und wir haben noch. Was ist das denn? Einfach zu bedienen. Das ist ein Pulsmessgerät oder so in Art, ja, ne? Ja, so ein Pulsmessgerät, so da kann man hier Herzschlag und sowas herausmessen für den Finger. Ja, so medizinische Sachen, naja. Muss nicht unbedingt sein, finde ich. Brauche ich nicht so. Tüte ist leer. Wie gesagt, ich werde euch das hier auflisten, wie teuer alles war. Oder wie teuer alles ist oder was es wert ist, sagen wir so. Hier der nächste. 124 wert. 50 Euro bezahlt. Und das ist die letzte Tüte. Ich will jetzt nicht irgendwie das Video stundenlang laufen lassen. Ah. Soll hier rucki zucki gehen. So, oh, ich sehe schon was. Eine Blu-ray. Der Überläufer. Der Überläufer, FSK 12. Komisch, ein Kriegsfilm, aber FSK 12. Ist aber auch komisch, ne? Naja, dann haben wir wieder die wunderbare Technoline WT irgendwas da Wecker Leituhr. So sieht's aus. Schmann hatten wir auch schon mal ein Video gehabt. Ich glaube ja. Dann haben wir wieder einen wunderbaren USB LED-Lüfter. Und wieder mal Desinfektionsmittel. Gut, Desinfektionsmittel ist gar nicht so schlecht. Finde ich gar nicht so schlecht. Oh! Natürlich, ganz vergessen. Das Bluetooth-Headset. Muss natürlich auch dabei sein. Das 100. Von Easy, die Eigenmarke. Eigenmarke von Saturn. Dann haben wir noch so schönes. Den Cleaner. Display Cleaner für das Handy. Haben wir auch schon 10 Stück. Dann haben wir die guten Panasonics wieder. AA Batterien 8x8. Also 8 plus 8, nicht 8x8. Ja, Batterien, wie gesagt, sind gar nicht so übel. Also finde ich gar nicht schlecht. Und wir haben wieder ein Blutdruckmessgerät. Das 4., das 5., das 6., das 7., das 8. Naja, ihr sehen könnt, ist das Tütchen leer. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Im nächsten Video Mystery Box, Pokémon, etc. pp. Vielleicht zocke ich irgendwas. Mal schauen. Lasst mal gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und vielleicht mal so einen netten Kommentar.
Das wäre auch nicht schlecht. Haut rein, mach's gut. Peace.